Udo Lilischkis in Kiew. Die Fronten verhärten sich, war der letzte Satz dieses Berichts, den wir eben gehört haben. Und die Ereignisse überschlagen sich, ja, denn es ist jede Nacht mittlerweile, es sind Tumulte und Unruhen. Wie schätzen Sie die aktuelle Lage im Moment aus Ihrer Beobachterposition da relativ nah am Ort ein? Nun, Sie haben es gesehen in dem kurzen Film, den Sie gerade gezeigt haben. Die gute Nachricht heißt, die Kämpfe, die hier zwei Tage lang andauerten, haben aufgehört. Die schlechte Nachricht heißt, vermutlich nur vorübergehend. Denn die Menschen, die wir heute Morgen befragten dort, die sammeln Steine, wappnen sich für eine weitere Auseinandersetzung. Da ist extrem viel Ärger in der Luft. Sie haben auch die Geschosse gesehen. Auf beiden Seiten herrscht wachsende Verbitterung. Es gibt ja viele verletzte Polizisten inzwischen. Und die Hoffnung einiger Demonstranten, dass Teile dieser Streitkräfte, dieser Sicherheitskräfte überlaufen könnten, über die mag man denken, wie man will. Heute Abend sollen Mütter von jungen Soldaten und jungen Polizisten, die dort in der ersten Reihe stehen, hierher kommen zum Maidan. Sie wollen mit ihren Jungs reden und sagen, hört auf damit. Eine andere Demonstrantin berichtete, sie habe gesprochen mit diesen Polizisten, das seien ja nette Kerle. Die würden auch liebäugeln mit dem Gedanken, überzulaufen zur anderen Seite, wissen aber nicht, wie sie das anstellen sollen. Kurzum, ganz viel Dynamik, ganz schwer zu berechnen, was hier wirklich passieren wird. Nun ruft der prominente Oppositionspolitiker Vitali Klitschko ja immer zur Mäßigung und Ruhe auf, aber offenbar dringt er auch bei den eigenen Leuten damit nicht ganz durch, denn auch aus den Reihen der Opposition kommt ja mittlerweile Gewalt. Absolut, Sie haben die Bilder gesehen von Klitschko, der gestern versuchte zu schlichten, der dann mit einem Feuerlöscher besprüht wurde. Er wurde ausgepfiffen. Das gleiche Schicksal ereilte Arseniy Jazenjuk, der gestern Abend an diesem Schauplatz war, der Auseinandersetzungen. Er versuchte, Menschen zum Maidan zurückzuholen, um den Maidan vor einem erwarteten Sturm zu schützen. Er wurde ausgepfiffen. Man sagte, komm, hau ab hier. Es waren keine freundlichen Worte, die diese Oppositionsführer hier zu hören bekommen. Die Klientel auf dem Maidan und vor allem dort, wo wir diese Ausschreitungen sahen, hat sich völlig verändert. Viele, in Anführungszeichen, normale Menschen, Berufstätige, die dort demonstriert hatten, sind nach Hause gegangen, können nicht zwei Monate lang hier ausharren. Und das Ganze hat sich radikalisiert. Es sind jetzt viele junge Männer, es sind Fußballfans, es gibt einen rechten Block. Das ist eine Art Rechtsausleger, auch nochmal der Freiheitspartei, der von niemandem kontrolliert wird. Da spielen viele junge Menschen auch Krieg und hören nicht mehr auf ihre Führer, die immer noch festhalten an der Idee von Verhandlungen. Arseniy Jazenjuk meinte, man habe jetzt drei Delegierte benannt, die verhandeln sollen. Aber er ließ auch klar durchblicken, es sei möglich, dass Janukowitsch nur auf Zeit spiele und eben gar nicht bereit sei, eine Art Friedensplan hier auszuarbeiten oder mit zu übernehmen. Mit der Bitte um ein kurzes Schlussresümee. Welche Chancen geben Sie unter diesen Umständen denn den Verhandlungen und wie mischt Russland damit? Ganz kurz, sehr wenige. Die Forderungen hier der Demonstranten sind so maximal, dass Janukowitsch wirklich zurücktreten müsste. Er würde sehr viel verlieren. Das wird er nicht tun. Im Gegenteil, es gibt jetzt Meldungen, dass am Donnerstag die Rada, das Parlament, Notstandsgesetze beschließen soll oder ihnen zustimmen soll. Heute Morgen wurden die neuen, sehr radikalen, repressiven Gesetze veröffentlicht. Sie sind jetzt in Kraft. All das sieht eher so aus, als wolle die ukrainische Regierung eine harte Lösung, wie immer die dann ausgehen wird. Auf keinen Fall werden das schöne Bilder werden, die wir dann zu sehen bekommen. Udo Lilischkis in Kiew war das. Vielen Dank für die Informationen.